Also ich bin in Iserlohn in Westfalen aufgewachsen, in einem Pfarrhaus. Mein Vater ist ein berühmter Anti-Nazi gewesen. Er ist allein 25 Mal von der Gestapo verhört worden, weil er sich von Anfang an gewehrt hat gegen das, was zu kommen drohte. Was mich, glaube ich, gerettet hat, und das merke ich natürlich erst in meinen späten Jahren, das ist die Musik gewesen. Warum mein Vater, der hochmusikalisch war und meine Mutter spielte Geige und so, nicht auf die Idee gekommen waren, dass ich ein Instrument spielte, ist mir absolut unklar. Mein Musiklehrer in der Schule hat dann gesagt, du singst so schön, kannst du nicht ein Instrument spielen? Ja. Ich hätte noch eine Flöte liegen im Archiv. Frag mal. Da habe ich meine Eltern gefragt, hat mein Vater gesagt, ich bin wohl blöd, ich habe doch selbst früher Flöte gespielt als Student. Also mach das. Und dann habe ich Unterricht bekommen bei jemandem, der Asthmatiker war. Es gab keinen richtigen Lehrer in Iserlohn. Ich durfte nach Dortmund fahren. Mit 11 Jahren fing ich an, nach Dortmund zu fahren, jede Woche zum Soloflötisten des städtischen Symphonieorchesters. Bis die Bombenzeit kam und dann bin ich nicht mehr gefahren. Aber ich habe unentwegt gespielt. Ich habe mit 12 angefangen, meine ersten Lieder zu schreiben. Das erste Lied habe ich vor einiger Zeit bei einem Freund in New York, den ich besuchte und der viel von mir besitzt, hat er wieder gesagt, du, ich habe eine Überraschung. Und dann war das mein erstes Lied. Und das war ein Text von Hermann Löns, Die arme Sünderin. So richtig schön kitsch. Aber ich habe komponiert und Flöte gespielt und wurde dann natürlich, mein Vater hat jeden Tag, das stimmt sicher nicht ganz, aber fast jeden Tag vor dem Abendbrot mit mir eine Stunde musiziert. Und wir haben, das war so ein schönes altes Haus mit Klappläden in Holzläden. Und mein Vater machte manchmal berufliche Reisen. Und da brachte er einmal ein graues Heft mit. Und da stand Hindemith, Sonate für Flöte. Und dann hat er gesagt, die dürfen wir eigentlich nicht spielen, ist verboten. Weißt du was, wenn wir die abends spielen, machen wir die Klappläden zu. Hätte natürlich sowieso niemand erkannt. So kam mein Zugang zur neuen Musik. Ich habe diese Sonate natürlich dann später sehr oft gespielt und sie mit meinem Lehrer Gustav Scheck natürlich gespielt, für den sie geschrieben wurde. Ich bin nach 45 dann nochmal kurze Zeit in die Schule, nein, eben nicht in die Schule. Da gab es 1,5 Jahre keine Schule und durch irgendwelche merkwürdigen Umstände wurde ich Dolmetscher, obwohl mein Englisch Schulenglisch war. Und im YMCA Officers Club in Iserlohn spielte jemand wunderbar auf einem Steinmeierflügel. Und dann bin ich hin und habe dann gesagt, ich heiße so und so, ich spiele Flöte. Und dann hat er gesagt, wir können Deutsch reden. Ich heiße Roland Everett, ich komme aus Heidelberg. Mein Vater ist emigriert und wir leben in England. Und ich habe bei Edwin Fischer studiert. Und dann haben wir angefangen, dort Konzerte zu geben für die Soldaten. Und das war dann eine ganz große Zeit und eine wunderbare Praxis für mich. Ich habe alles mit ihm gespielt, was man nur kriegen konnte. Und bin dann mal, als die Schule wieder anfing und so bestimmte alte Nazi-Lehrer noch am Werk waren, einer hat mir mal Prügel angedroht, weil ich gesagt habe, Sie sind aber ziemlich frech, Sie haben doch auch diesen Orden getragen. Und das war nicht so fein. Und dann irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, ich gestehe das jetzt hier auch vor der Kamera, wo ich gesagt habe, Abitur nicht. Logarithmen konnte ich sowieso nie verstehen. Dann hat mein Vater gesagt, ja, aber du, jetzt schreibe ich dem Gustav Scheck nach Freiburg. Dann hat er dem damaligen Direktor der Hochschule geschrieben und er hat geschrieben, Musiker müssen höchste Bildung haben. Er muss eigentlich Abitur machen. Aber ich bin am so und so viel Mai oder was in Siegen in Westfalen für ein Konzert und da kann er mir vorspielen. Dann bin ich nach Siegen gefahren, in das zerstörte Siegen, völlig zerstört natürlich. Ich kannte das schon vom Hitlerjugendeinsatz. Wir mussten da aufräumen mal. Aber das Schloss war nicht zerstört. Und im Schlossturm hoch oben saß
Gustav Scheck und Fritz Neumeier am Cembalo. Und dann hat der Gustav Scheck gesagt, so, jetzt spielst du mir. Und dann habe ich von Walter Kraft Solostücke gespielt. Kam aus der Hindemith-Schule und habe ein Stück Bach-Sonate gespielt, weiß noch genau welche. Und dann hat er gesagt, ja, am 30. September sind bei uns die Aufnahmeprüfung und du kannst dich melden. Dann bin ich in das zerstörte Freiburg gegangen, völlig kaputte Stadt, man kann das sich heute gar nicht mehr vorstellen, und habe begeistert bei Gustav Scheck, meinem Gott eigentlich, studiert. Das hat sich schon angebahnt, weil ich mal als 12- oder 13-Jähriger in einem Schlosskonzert in Meersburg am Bodensee war. Meine Großmutter wohnte am Bodensee. Und da spielte Scheck mit Julius Weißmann am Klavier. Und unter anderem spielte er die Solosonate von Emanuel Bach auf dem Traverso und die anderen Stücke auf der modernen Flöte. Und dann bin ich hin, habe gesagt, Herr Professor, kann ich wohl eine Unterschrift haben? Da hat er gesagt, ja, warum interessiert dich das? Ja, weil ich Flöte spiele. Er hat gesagt, hier liegt die Flöte, nimm sie doch, spiel mir mal. Aber auf seiner Flöte durfte ich vorspielen. Und damals hat er schon gesagt, das ist aber sehr gut, was du machst. Vielleicht kommst du mal zu mir zum Studium. Und das hat sich dann bewahrheitet. Und da habe ich natürlich Querflöte studiert. Sozusagen heimlich habe ich mal so ein Wrack einer Altblockflöte geliehen bekommen von einer Freundin und habe angefangen, das fand ich auch schön. Und der Scheck spielte ja auch Blockflöte. Und dann habe ich ein Stück einstudiert, die wahrscheinlich schwerste Telemann-Sonate. Und habe gesagt, kann ich Ihnen die nächste Woche vorspielen? Er hatte gesagt, ich möchte gerne die Orchester stellen aus Stil Eulenspiegel. Habe ich gesagt, ja, aber ich habe das jetzt geübt und so. Und dann hat er gesagt, was ist es? Und habe ich ihm das vorgepfiffen. So, und er hat gesagt, da suchst du ja gleich das Schwerste raus. Habe ich das gemacht. Dann hat er gesagt, du hast es wunderbar gemacht, aber du musst die moderne Flöte weiterführen. Du wirst ja Orchestermusiker werden. Es ist natürlich ganz anders gekommen. Und wenige Jahre später, als ich dann zurück bin in meine Heimatstadt Iserlohn und kleine Kinder im Blockflötenunterricht gehabt habe, wurde ich engagiert zu Musikfesten bereits. Und sehr oft mit Gustav Scheck. Er war Flöte 1 und ich Flöte 2. Und so haben wir dann durch Jahre immer wieder guten Kontakt gehabt, auch mit der dann im Anfang der 50er Jahre gegründeten Capella Coloniensis des Westdeutschen Rundfunks. War er natürlich der erste Flötist, ich der zweite Flötist. Das hat dann mal sich geändert, das ist dann mal umgekehrt geworden, aus Altersgründen auch bei ihm. Und dann schließlich war er gar nicht mehr dabei und ein ehemaliger Schüler von mir, Günter Höller, der später Professor für Flöte wurde in Köln an der Hochschule, war dann mein zweiter Flötist. Das ist mein Beginn, also Flöte, Querflöte. Blockflöte, das war dann die Sensation, dass man damals hat man das nicht so gewusst, dass man auf der Blockflöte auch richtig spielen kann. Auch sogar Fis-Dur, wenn es sein muss, und komplizierte und schwere Stücke. Und da bin ich dann, das sagt man dann später so einfach, und das klingt jetzt sehr eingebildet, zu einer Art Pionier geworden. Aber das ist eben so. Zusammen mit Franz Brüggen, meinem lieben Freund, wir haben vieles gleichzeitig und ähnlich erlebt und haben manches auch miteinander unternommen. Wir haben in Amerika zum Beispiel Kurse gleichzeitig gegeben, wo vormittags ein anderes Publikum war als nachmittags. Und wenn ich nachmittags kam und etwas dem beibrachte, dann sagten sie, Franz told us the contrary this morning. What do you mean? Wir waren ja schon sehr verschieden und das war dann unser großer Spaß. Und dann haben wir uns hinterher hingesetzt und haben gesagt, keine Lust heute zum Unterrichten. Du, da sind zwei Flügel.
spielen wir doch. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben wir zum Beispiel die Haydn-Variationen von Brahms bis zur Fuge, konnten wir die auswendig beide. Komisch, gell? Dann konnten wir sie nicht mehr, aber in uns beiden hat damals schon gesteckt der Wunsch, das ist doch richtig große Musik, die müssen wir machen. Und da erzähle ich eben jetzt von meinem ersten Leben als Flötisten und habe an der Schola unterrichtet mit sehr viel Vergnügen und sehr viel Unterstützung mit sehr guten Kollegen. Studio der frühen Musik kam dann. Ursprünglich war eigentlich ich der Einzige, leider muss ich das sagen, der Schüleranzug. Ich habe dann Blockflötenschüler ausgebildet. Es kamen die ersten Japaner, war eine Sensation. Die kamen natürlich zu mir als Blockflötenlehrer. Also das ist mein Leben an der Schola gewesen. Ich habe sehr viel Ensemble unterrichtet. Jordi Savall hat bei mir Quartettübungen gemacht, zum Beispiel. Ich bin ja eigentlich nicht nur für alte Musik da und habe auch immer komponiert. Und Paul Sacher hat Stücke von mir gehört und hat gesagt, die sind sehr gut, die können Sie spielen. Aber dann habe ich so andere Stücke spielen lassen aus sogenannter Sing- und Spielmusik. Er hat gesagt, das können Sie nicht machen. Sie dürfen nur in den Vortragsstunden mit Ihrer Klasse nur gute neue Musik spielen. Und irgendwann war ich das ein bisschen leid mit der Schola und dann wurde die Leitungsstelle des Konservatoriums, so nannte es sich damals, ist die heutige Hochschule, frei. Und aus irgendwelchen Gründen hat man mich dann da geholt und gefragt, ob ich das nicht machen wollte. Und ich habe das wahnsinnig gerne gemacht und bin sehr, das darf ich sagen, sehr geschätzt worden. Das habe ich gemerkt, als ich dann nach 4 Jahren schon sagte, ich gebe auf. Ich musste nämlich praktisch meine Flötistenlaufbahn und ich fing auch an zu dirigieren, aufgeben. Obwohl immer gesagt wurde, nein, das musst du nicht, du kannst ruhig wegfahren, aber das ging nicht. Und dann habe ich aufgehört und wie gerne man mich gehabt hat, das habe ich natürlich von der Lehrerschaft gehört. Ich würde jemand wie Richard Levitt zum Beispiel bestätigen. Aber das ist für mich so gewesen. Ja, du kommst am Donnerstag um 6 Uhr, aber keine Minute früher in den Hof der Musikakademie. Warum? Ja, wir machen ein kleines Abschiedsfest. Da bin ich gekommen und das alte Konservatoriumsgebäude, da war in jedem Fenster waren Geiger, Flötisten und so weiter und haben alle zusammen das mit schrecklichen Besetzungen das Piccolo-Konzert in C-Dur von Vivaldi gespielt als Dankeschön und aus Bedauern, dass ich wegging. Jetzt komme ich eigentlich zum Dirigieren. Ich habe dann schon viel dirigiert und habe an der Hochschule den Hochschulchor erstmal richtig aufgebaut, einen Kammerchor gegründet, das gab es alles nicht, und habe sehr viel Chormusik aufgeführt und gemacht und komponiert natürlich auch und habe dann mit Vergnügen 14 Jahre lang eine Chorleitungsklasse, Ausbildungsklasse gehabt und die Chorleiter, die in und um Basel und in Deutschland an vielen Orten sind sehr viele tüchtige Dirigenten geworden, meine Schüler, da bin ich sehr stolz darauf und finde das wunderbar, dass ich das weiterbringen durfte. Das ist eigentlich die neue Phase gewesen. Bei der Capella Coloniensis bin ich 1953, glaube ich, eingestiegen. Wie ich sagte, zuerst mit Czech zusammen. Ich durfte ihn Czeko nennen, mit Czeko. Und dann habe ich dann aber irgendwann auch dort genug gehabt von den Dirigenten, die berühmt waren, aber nichts verstanden von Aufführungspraxis. Sie wussten schon, dass ich mich mit vielen beschäftigt habe. Wenn dann irgendwelche Verzierungswaren waren, dann hieß es immer, Linde, wie muss man denn das machen? Aber das war irgendwie dann dumm. Und ich habe immer gedacht, ich kann das besser. Und dann bin ich weg. 7 Jahre habe ich keine Capella gemacht. Und dann kam einmal kurz vor Neujahr
Ein Anruf von Herrn Dr. Gröninger, dem damaligen Leiter der Abteilung für alte Musik, der zu einem sehr lieben Freund geworden ist. Wir wollten dich fragen, ob du nicht im Januar einen Termin bei uns wahrnehmen könntest. Da habe ich gesagt, Eduard, du weißt doch, bin doch ausgetreten. Ich will nicht mehr. Ja, du lässt mich ja nicht zu Ende reden als Dirigent. Aha, das geht nicht. Warum nicht? Ich kenne die doch alle sehr gut. Wir sind ja, ich bin mit dem ganzen Orchester per Du. Das geht nicht. Hat er gesagt, mach das, versuch's. Und dann haben wir in Herford, in der Kirche in Herford, Aufnahmen für den WDR gemacht. Und zwar, ich weiß noch genau, sowohl mit der Feuerwerksmusik wie mit der Wassermusik von Händel. Und an irgendeinem Tag war eine Orchesterversammlung, da haben die gesagt, die Kollegen, ist nichts für dich, gell? Nein, das macht ihr natürlich alleine. Und dann war die Orchesterversammlung vorbei und dann haben sie gesagt, wir haben dich soeben zum Chef gewählt. Ich dachte, wieso denn das? Ihr habt mich doch nur jetzt einmal kennengelernt. Ja, aber das sitzt. Und das habe ich dann auch von 1900, ich habe es 14 Jahre lang gemacht, bis 2000. Also, nicht ausschließlich, es kamen dann natürlich auch Gastdirigenten dazu und das war eine wunderbare, für mich fantastische Zeit mit ca. 25 Haydn-Symphonien, die ich aufnehmen durfte, Chopin, Klavierkonzert, Beethoven, Schubert und so. Und ich habe dann immer weniger alte Musik gemacht, weil irgendwann sind die großartigen Bach-Suiten und die Telemann-Suiten natürlich 70 Mal gespielt und inzwischen war das nichts Besonderes mehr. Als ich anfing, war das noch neue Musik für viele Leute. Das war dann mein drittes Leben. Ich habe dann immer mehr Aufgaben bekommen zu dirigieren, bei den Händel-Festspielen, bei den Schweizer Festwochen in Lugano, in Luzern. Ja, aber Lugano war natürlich auch ein Festival, bei den Engadiner Festwochen. Mein schönstes Plakat, das habe ich neulich beim Umzug, den ich gerade hinter mir habe, wieder gefunden, war ein Plakat der Engadiner Festwochen. Als erster war ein Porträt von Sviatoslav Richter, als zweites von mir und als drittes von Karajan. Und dann sehr lächerlich eigentlich. Aber Sie sehen, ich habe da doch sehr viel gemacht mit dem und eben sehr viele Studenten ausgebildet als Dirigenten. Ich habe noch lange Flöte gespielt, aber dann doch weniger gemacht, weil ich gedacht habe, die jungen Leute drängten nach und waren hervorragend. Es gibt wunderbare Flötisten, wunderbare Blockflötisten. Und habe dann einfach aufgehört. Ich habe auch weniger Konzerte gehabt. Es hatte keinen Sinn, wenn ich im Januar mich vorbereitete, sagen wir, für Bach-Sonaten im März. Das war langweilig. Das habe dann aufgehört, habe nur noch dirigiert und mehr komponiert. Ich habe ja eben erzählt, mit 12 die arme Sünderin vertont von Hermann Löns. Aber nun ging das natürlich auch in andere Bereiche. Durch einen Zufall, es ist ja immer alles Zufall, hat der damalige Cheflektor des Schott-Verlages in einem Konzert gesessen, wo ich auch ein Stück von mir spielte und er hat gesagt, besuchen Sie uns in Mainz, bringen Sie Kompositionen mit. Dann wurde ich Herrn Dr. Strecker vorgestellt und saß in seinem Raum mit all den Bildern der großen Komponisten um ihn herum. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben Ihre Stücke angeguckt, wir möchten Sie gerne in Verlag nehmen. Was? War ich sehr stolz. Und also ich fing natürlich mit Blockflötenmusik fast ausschließlich an, dann Kammermusik. Und jetzt habe ich auch viel Chormusik gemacht, die Schott übernommen hat, erstaunlicher und erfreulicherweise. Jetzt sind gerade vor 14 Tagen meine schon älteren Eichendorff-Gesänge für gemischten Chor erschienen. Eichendorff ist mir immer ein sehr wichtiger Dichter, ein Poet gewesen. Die Stücke habe ich geschrieben für unseren Hochschulchor.
Und da wurden sie auch uraufgeführt vor ein paar Jahren. Und dann fand ich mal einen wunderbaren buddhistischen Text. Die Zahl ist nicht, heißt der Text. Und besser ist, als 1000 Reden, Worte ohne Sinn verschwendet, ist ein Wort voll tiefen Sinnes, das dem Hörer Frieden spendet. So fängt es an. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aus dem 4. oder 3. Jahrhundert vor Christus, anonym. Und das habe ich dann aber einfach so gemacht für mich, ohne einen Auftrag. Und das habe ich dann bei Schott auch abgeliefert. Die haben gesagt, wird genommen. Und so habe ich dann in den letzten Jahren, das war mein großes Glück, auch sehr viel, eine ganze Reihe wunderbarer Aufträge bekommen. Meine große Kantate ist 3-mal bis jetzt aufgeführt worden. Für Solichor und Orchester. Strahlung ist leichter als Licht. Es geht natürlich um die Atomfrage. Und in der deutschen Zeitung Die Zeit war in einem Wochenend eine Beilage von Ulf Stolterfurt, ein Gedicht, eine ganze Seite mit diesem Text. Ich wollte das nicht. Ich habe einfach gedacht, ja, ich soll eine Kantate schreiben. Ich war völlig frei eigentlich und da war ich gedacht, das ist genau das, was ich brauche. Dann habe ich dem geschrieben wegen Urheberrecht. Dann hat er geschrieben, dass Sie mir schreiben, ehrt mich. Urheberrecht können Sie vergessen. Sie können damit machen, was Sie wollen. Ich habe das dann noch ergänzt mit Texten von Günter Eich, von Alfred Lichtenstein und so weiter. Das ist ein sehr anspruchsvolles Stück geworden, von einem hervorragenden Chor aufgeführt, mit tollen Solisten, ein paar Mal in Basel aufgeführt, seitdem leider nicht mehr. Aber dann ging es natürlich weiter mit Aufträgen. Ich habe dann für die sogenannten Männerstimmen Basel, das ist ein Ensemble von 16 Leuten, die aus der Knabenkantorei Basel hervorgegangen sind, aber nun bis 30 da mitsingen, ein Stück geschrieben vom Singen. Ich habe Zaubersprüche für ein neues Vokalensemble geschrieben, für ein neues Orchester, Streichorchesterstücke und so geht es immer weiter. Jetzt bin ich dabei, ein großes Cola-Stück zu schreiben. Die Anregung kam aus dem Lehrerkollegium. Eine Kollegin von mir hat gesagt, kannst du nicht mal ein Stück schreiben, das die Vielfalt der Nationen und damit auch der Stile und der Art, sich auf dem Podium zu bewegen, der Cola zeigt? Ja, wie meinst du das? Na, du könntest doch, sagen wir, ein Stück spanisches Volkslied nehmen, ein altes aus dem 16. Jahrhundert und kommentieren und verbinden mit was anderem. Also, du hast doch schon mal für die Scola ein Stück geschrieben, zum Jubiläum, mehrfach sogar schon. Das wäre doch genau das, was... So hat sie mich gelockt, gell? Und dann habe ich gesagt, nein, mach kein Potpourri. Und dann habe ich natürlich beim Spazierengehen gedacht, ja, warum habe ich jetzt nein gesagt? Und ich bin jetzt dran und habe... Es darf nicht überdimensioniert werden. Es sind einfach jetzt 10 Stücke aus verschiedenen Ländern, von natürlich der Schweiz, es tag vor dem Walse, bis zu israelischer Musik hin. Oder japanisches Stück ist drin, aber auch schwedische Musik und so. Also das ist jetzt wird ein großes Stück für Singstimmen und Instrumente. Und man kann die einzelnen Nummern einzeln nehmen, man kann sich verbinden, es sind Zwischenspiele vorhanden. Und das macht mir jetzt einen richtigen großen Spaß. Es ist so vielleicht das letzte große Stück, das ich für die Scola schreibe. Ich denke, es ist so. Und das ist mir auch eine Ehre, dass ich das machen kann. Und bin jetzt da an der Arbeit zu meinem diesjährigen seltsamen Geburtstag schenkt mir die Musikakademie ein ganzes Konzert mit meiner Musik. Wird aber erst im November stattfinden, weil im Mai, wo ich Geburtstag habe,
so viel Prüfungen und Ähnliches stattfindet. Und so wird zum Beispiel im November dieses Konzert die Uraufführung einer neuen Messe von mir enthalten. Ich habe nie eine Messe geschrieben. Und ich gestehe das ganz offen, das ist ja kein Geheimnis, nicht ein kirchengläubiger Mensch. Und ich habe dann gedacht, plötzlich mal, ein anständiger Komponist müsste eigentlich mal eine Messe schreiben. Aha, Texte. Ja. Und dann habe ich gedacht, es gibt ja die apokryphen Texte, es gibt die wunderbaren Psalmen und habe mir eine neue, das Ordinarium beibehalten, aber neue Texte gewählt und habe eine Messe geschrieben für gemischten Chor und Orgel. Aber noch nicht denkend an eine Aufführung. Ich wusste niemanden. Ich habe dann schon gedacht, wenn ich das dem oder jenem Chorleiter mitteile, dann sagen die schon, oh, das machen wir. Aber ich habe das dann durch ein Gespräch in der Schola, in der Musikakademie, also in der Direktion, in der obersten Direktion, die haben gesagt, wir machen aber ein Konzert für dich. Aber ja, wunderbar, gerne. Was würdest du anbieten? Ah, habe ich gesagt, eine Uraufführung, die Messe, die ich gerade geschrieben habe. Wunderbar. Und das ist natürlich akzeptiert. Und dann kommt noch eine Sonate für Blockflöte, da sind wir auch wieder bei der Blockflöte, und Orgel, die ich vor vielen Jahren geschrieben habe auf Bilder von Matisse, gespielt von meinem lieben Freund und meinem Nachfolger Konrad Steinmann, wunderbarer Flötist. Es kommen noch Lieder, also Klavierlieder. Es kommt eine Sonate, eine Partita für Violine Solo, die heißt Zwischen den Zeiten. Weil ich inzwischen eben von der Geräuschmusik nicht Abstand nehme, aber ich habe nicht mehr den Ehrgeiz, was zu erfinden. Ich benutze das, was ich kenne, und mir hat so gut gefallen, Roussel oder einer von den französischen Komponisten wurde mal angesprochen darauf, dass das so gut klänge. Dann hat er gesagt, na, es ist ganz einfach, ich scheue mich nicht, auch Harmonien zu benutzen, die schon mal jemand anders benutzt hat. Und das ist in meiner Musik jetzt auch. Es schimmert immer irgendwie die alte Musik durch. Es ist nicht, ich zitiere auch, aber nicht viel, aber da bin ich nicht allein, das ist ja heute so Mode geworden eigentlich. Zum Schluss in dem Konzert, das möchte ich doch schnell sagen, Richard Paul Althaus, ein mittlerweile unbekannter Dichter aus dem rheinischen Raum, der ein bisschen wie Ringelnatz geschrieben hat, aber nicht ganz so lustig nur, sondern tiefsinnig heiter. Und ich habe von dem Texte gefunden, die ich schon mal vertont habe für Sprecher und Orchester. Das war auch ein Auftrag. Und da habe ich natürlich gefragt, wegen der Urheberrechte. Und ja, da kommen dann also drei Gedichte auf Texte von Peter Paul Althaus für Sprecher und Klavier. Und ich spreche das. Und das sind so wunderbar absurde Gedichte, wie zum Beispiel: Es gehen drei Schritte durch die Nacht. Einer kommt von links und einer kommt von rechts und einer kommt aus der Mitte. Und dann ist natürlich der Sprecher gemeint und dann kommen alle möglichen eigenartigen Ideen dazu. Ich denke, dann kriegt das ganze Konzert, es ist mir immer ein bisschen peinlich, wenn so Ehrungskonzerte sind, dann kriegt das Konzert einen heiteren Abschluss und hört nicht mit einer Messe auf. So schön das auch sein könnte. So sind meine Pläne und so habe ich jetzt ein bisschen erzählt von den verschiedenen Epochen auch in meinem Leben. Eben die frühen Jahre im Elternhaus in Iserlohn mit frühen Flötentönen und Kompositionen und einem Elternhaus, das trotz schwerer Zeiten
mir immer ermöglicht hat, Musik zu machen. Und das hat mich, glaube ich, gerettet vor vielen anderen Dingen. Ich musste natürlich ein paar Mal HJ-Orchester spielen. Aber ich musste, was spielte ich immer? Dann titatam, 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 die Hammer. Das war mein Stück. Und da konnte vorher noch so ein blöder Gauleiter kommen und sagen, wenn ich euch sehe, das werde ich nie vergessen, wenn ich euch sehe, wie ihr herrlich spielt, ihr jungen Beethovens. Und dann habe ich gedacht, blöder Kerl, ich spiele jetzt die H-Moll. Also ich habe das ganz gut überstanden und dann eben das Studium in Freiburg mit wunderbaren, anregenden Lehrern, Gustav Scheck, gar nicht habe ich genannt, und das muss ich doch noch nachholen, meinen hochgeliebten Kompositions- und Dirigierlehrer Konrad Lechner, der mir immer eine Sonderbehandlung angedeihen ließ, der selbst ursprünglich aus der alten Musikszene kam, Cello, Gambe, wunderbarer Blockflötenspieler gewesen. Und ich habe eben Komposition gehabt und wie gesagt, dirigieren zusammen mit Jürgen Jürgens und Rudolf Eberhardt und Günter Wich, wir waren eine tolle Klasse. Und mal hat er zu mir gesagt, ich habe dich spielen hören auf der Blockflöte. Also es ist sehr schön, aber mit dem Vibrato könnte man vielleicht etwas variieren und etwas bremsen. Komm doch mal zu mir nach Hause, bring die Flöte mit. Ich wusste gar nicht warum. Das habe ich gemacht, die Blockflöte, Altflöte. Und dann hat er seine alte Bärenreiter-Blockflöte aus den 20er Jahren rausgenommen und hat mir eine einzige Blockflötenstunde gegeben. Ich habe nämlich nie eine Blockflötenstunde. Von Scheck habe ich keine gekriegt. Der hat ja gesagt, den Eulenspiegel, Lohngrin. Und diese Stunde hat mir wahnsinnig viel gebracht für mein ganzes Leben. Und da ist dann wirklich auch eine enge Beziehung daraus entstanden. Wir haben uns nie du gesagt, natürlich, das war damals nicht üblich, aber wir waren eigentlich zu Freunden geworden. Und er hat manchmal so spinnige Ideen gehabt. Er war ein Anhänger der Akroasis-Lehre von Hans Kaiser. Alles ist nur Zahl. Alles. Und er hat dann zum Beispiel auch gesagt, wenn du wieder zur Stunde kommst, nächsten Dienstag, ich erwarte dich um 15 Uhr. Es gibt einen Zug, der kommt um 14.28 Uhr. 1 plus 4 plus 2 plus 8, Quersumme so, oder die ersten zusammen, 1 und 4 gibt 5, ist keine musikalische Zahl in dem Sinne, aber 5, so hat er dann unentwegt auch mit Zahlen mich traktiert. Und ich habe das natürlich gerne und willig unternommen. Und das, wenn ich auch in der Schule mit den Logarithmen furchtbare Pleite erlebt habe, mit den Zahlen in der Musik bin ich immer sehr gut zurechtgekommen. Ja, das ist eine Sache, die ich natürlich lebendig miterlebt habe. Würde ich im Jahre, sagen wir 1950, in einen Dauerschlaf gefallen sein und würde jetzt aufwachen, dann würde ich sagen, das hat nichts mehr miteinander zu tun. Wie man damals spielte und wie man heute spielt. Wie man die Aufführungspraxis anders, das Wort ist immer noch das gleiche geblieben. Heute sagt man mehr historisch orientierte Aufführungspraxis. Früher hat man gesagt alte Aufführungspraxis. Es hat sich sehr verändert, aber ich habe es natürlich mitgemacht. Ich habe aber beides, ich habe gerade gesehen, Christoph Prégardien, der ist ein sehr enger Freund von mir, hat jetzt angefangen zu dirigieren und hat Matthäus Passion dirigiert und schreibt etwas Wunderbares. Er ist eben auch vollkommen natürlich infiziert und interessiert an dieser Art der neuen Auffassung der Aufführungspraxis. Aber ich habe noch die Zeit erlebt mit Karl Richter und die hat mich auch geprägt. Und das ist bei mir genau der gleiche Name. Ich habe mit Karl Richter Bach-Kantaten, praktisch alle, die mit Blockflöte sind, gespielt. Er hat nie jemanden anderen zugelassen. Er hat sogar einmal eine Aufnahme kurzfristig abgesagt, weil ich krank wurde. Und dann hat er gesagt,
die mache ich nur mit dem Lindel in seinem schönen Sächsisch, der herzschönste Vibrato. Da sehen Sie, das ist wirklich wahr. Ich habe diese Art von Blockflötenklang gepflegt und gerne gehabt. Aber gleichzeitig das Neue natürlich gemerkt. Und dann, ich habe beides nebeneinander machen können. Irgendwann ging es nicht mehr. Wo Karl Richter kam ins Hotel 4 Jahreszeiten in München. Ich trank einen Kaffee unten, weil ich Aufnahmen hatte, andere Aufnahmen. Und da kam er rein mit so einer starken Brille, sah nicht mehr so gut. Und hat er gesagt, sind Sie nicht doch Linde? Und ich gesagt, na ja, klar. Und da hat er gesagt, warum wollen Sie nicht mehr mit mir spielen? Und jetzt saß ich da und habe das dann versucht zu erklären, eben, was ist denn jetzt der neue Zugang und der andere Zugang. Er hat es nicht verstehen wollen und ist eigentlich mit Tränen fast im Auge davongegangen. Und es hat mir wahnsinnig wehgetan. Und ich denke noch heute mit Vergnügen an diese Abende mit ihm. Er war auch ein richtiger Kumpel, man konnte mit ihm ausgehen, man musste aufpassen, dass das nicht ausartete. Aber er war ein wunderbarer Musiker, aber das, wenn er auf Cembalo gehauen hat, ist natürlich schrecklich. Das ist beim Gustav Leonhardt natürlich dann ganz anders geworden, mit dem ich ja auch gespielt habe öfters. Einmal war ich in Japan mit Konrad Ragosnik, dem wunderbaren Klagenfurter Freund, den ich hatte und mit dem ich ja 25 Jahre lang sehr viel gespielt habe. Und da war waren zwei Programme dazugekommen. Der Agent hat zwei Programme an Land gezogen, aber ohne Gitarre, mit dem zufällig gerade anwesenden Gustav Leonhardt. So haben wir dann zufällig uns in Hiroshima getroffen und haben in Hiroshima gespielt, zum ersten Mal zusammen. Und ich weiß nicht mehr, in Kobe, glaube ich. Also, und das ist natürlich was völlig anderes, wenn ich an Richter denke, der drauf drosch aufs Cembalo und der Gustav Leonhardt mit all seiner unglaublichen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit und Präzision. Aber es hat mich bereichert. Und das geht bis heute so. Ich nehme gerne zur Kenntnis, auch wenn anders gespielt wird, als ich mir das denke. Ich muss aber zugeben, dass mir heutzutage, das hören Sie nicht zum ersten Mal und wahrscheinlich ist es auch Ihre Meinung, vieles viel zu schnell gespielt wird. Und das geht, ich meine, mein Kölner Kollege, dessen Namen ich hier jetzt nicht nenne, der gesagt hat, geschrieben hat in der Stuttgarter Zeitung, habe ich selbst gelesen, doppelt so schnell ist halb so langweilig. Das ist natürlich also das kann ich nicht akzeptieren. Aber ich kann akzeptieren einen anderen Zugang, der frischer ist, lebendiger ist, knackiger. Und ich höre das heute in den Prüfungen, die ich immer noch abnehmen darf, muss ich sagen. Ich bin in die Direktion gewandert vor einiger Zeit und habe gesagt, ihr müsst nicht denken, dass ihr mich immer noch nehmen müsst. Gell? Ich bin inzwischen nicht mehr der Jüngste. Dann haben die gesagt, aber du bist die Musikakademie, du gehst 57 Jahre hier ein und aus. Du hast tausende von Prüfungen abgenommen, du hast die größte Erfahrung. Also darf ich das immer noch machen. Und da höre ich natürlich schon manchmal abenteuerliche Aufführungen. Und es hat sich so wahnsinnig verändert. Ich komme gerade von Scola-Prüfungen, also Hochschule kommt noch. Aber Scola, die Sänger und Sängerinnen singen natürlich. Früher hat man gesagt, typische Scola-Stimme. Also zart, wenig Vibrato, schlicht, ehrlich. Am liebsten würde man eigentlich Gregorianik hören, aber es geht natürlich nicht immer Gregorianik, also Bach geht auch. Heute kommen da die jungen Leute und singen, wie wenn sie Lohengrin singen. Und da muss ich manchmal sagen, jetzt denke ich doch ganz gerne an die Zeit, wo es noch Scola-Stimmen gab. Aber manchmal gibt es Mischungen. Ich hatte gerade eine Prüfung von einer russisch-deutschen richtigen Altistin, mal kein Countertenor. Da habe ich dann gesagt, das war ein Abend, wo ich am liebsten noch gesessen wäre, eine Stunde, einfach keinen Ton. Ich habe so in Zen-Haltung gesessen
und nur gehört. Und dann war die Besprechung, da habe ich gesagt, diesmal meckert der Linde nichts. Er gibt von vornherein eine 6, das ist bei uns die höchste Note, die Auszeichnung. Was? Aber das gibt es also auch. Und das ist eine Sängerin gewesen, die konnte singen, eben wie man in der früheren Schola gewisse Stücke von Carissimi singen, gesungen hat und vielleicht heute noch singen sollte. Sie konnte aber auch ein Brahms-Lied singen. Wunderbar. Oder Schubert. Und das ist die Bereicherung, die eigentlich diese alte Musikbande, sage ich immer so ein bisschen oberflächlich, geändert hat. Man ist heute großzügiger geworden. Es ist kein Verbrechen. Früher war es fast ein Verbrechen, in einem Schola-Konzert hätte man niemals ein Brahms-Lied gesungen. Niemals. Also undenkbar. Also eventuell noch ein modernes Stück, aber dazwischen Romantik, niente. Aber heute ist das nicht mehr so und das befruchtet auch den Umgang mit älterer Musik. Und das ist eigentlich eine Bereicherung. Ja, das ist, nein, das kann ich schwer beantworten. Das ist natürlich, hat natürlich beide Seiten ein wenig. Also das Bedauerliche dran ist, dass man, es kommt jemand zu Aufnahmeprüfungen, mache ich nicht mehr. Aber es kommt jemand, ich höre das von meinen Kollegen, die dann seufzen unter den vielen Aufnahmeprüfungen und die dann sagen, ja, eigentlich sehr gut, ein toller Cellist in der Hochschule, wunderbar begabt. Aber die Klassen sind voll, wir können den nicht aufnehmen. Was wird aus so jemandem? Oder er wird aufgenommen und dann sagt man aber gleich, ja, noch ein Cellist. Was aus den jungen Musikern dann wird, ist manchmal fast eine Last auf einem, dass man dann sagt, ich weiß nicht, sie müssen ja alle eine Stelle kriegen oder wenigstens Privatschüler, was nicht, wovon man kaum leben kann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, die kommerzielle Seite ist auch, es ist nicht mehr die Zeit, wo man gesagt hat, naja, es ist halt gregorianische Musik. Nein, nein, 10 Franken für den Abend sind gut. Natürlich wird es inzwischen nicht bezahlt, wie die großen Solisten bezahlt werden. Aber ich meine, man wird anständig bezahlt. Also das ist der Vorteil dessen, dieser finanziellen Entwicklung. Plus für viele, für die, die es trifft, ist es schlecht, wenn sie nicht genug zu tun haben. Und für die es anders trifft, wenn sie genug zu tun haben. Und es hat auch was mit Verkaufstüchtigkeit zu tun und Szenerie. Also man muss sich in Szene setzen können, sonst hat es keinen Sinn. Dem kann man dann auch Glück wünschen. Also, aber es ist schon ein anderes Bild geworden, völlig anderes Bild. Ja, in dem Sinne natürlich, dass so viel alte Musik gemacht wird, dass die Imitatio eine große Rolle spielt. Also ich mache das eigentlich, ich habe das ja gehört, das hat ja der René Jacobs auch so aufgeführt, also mache ich es auch so. Es ist selten, nee, es gibt immer noch eigene Zugänge, Gott sei Dank, es wäre ja entsetzlich, wenn man nicht mehr aus dem Bauch heraus oder aus dem Herzen musizieren dürfte. Ich habe neulich bei dieser Prüfung gesagt, ich habe heute Abend zugehört, ich musste Englisch sprechen, weil die Lehrerin Engländerin war. The concert opened my ears and my heart. Und wenn das gelingt, dann ist das natürlich wunderbar. Aber das ist schwierig, so zu musizieren, dass man von sich etwas so gibt, dass das Gegenüber sagt, ja, das hat mir mein Herz auch erfreut. Das ist fast kitschig geworden, das zu sagen. Aber wir haben doch ein Herz und ein Gefühl und eine Seele. Und ich finde, das darf stattfinden und sollte nicht unter kalter Pracht runtergefiedelt werden. Und das ist leider sehr oft so. Aber dann heißt es eben, ja, die machen das ja auch so. Es gibt natürlich Gruppen, die das tun und die das in wunderbarer Weise machen. Wir haben hier ein
israelisches Gesangsensemble, fünf Sänger, die zum Beispiel genauso Musik machen, dass man sagt, mit Countertenor und allem, was man will, genau das ist wunderbar, es ist perfekt, es ist sauber, Intonation perfekt, aber und es ist lebendig. Man spricht an und gibt die Wärme oder die Ergriffenheit oder die Heiterkeit, die auf dem Podium zu hören war, weiter. Und das finde ich, das muss einfach sein und bleiben. Also für mich. Was ich dazu tun kann, tue ich.